Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr seid wunderbar aus dem Wochenende in die neue Woche reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Wochenende und seid vor allem gesund geblieben. Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Rammstein-Reaktion. Heute mal wieder auf den Song Mein Herz brennt. Allerdings dieses Mal auf die richtige Vollversion mit Musikvideo und so weiter und so fort. Ich weiß, wir haben uns das Piano oder die Piano-Version vor dieser Version gegeben. Das wollten viele nicht und so weiter und so fort. Tut mir leid, wir haben da ein bisschen was verwechselt. Das ist aber auch das letzte Mal, dass wir hier irgendwas verwechseln. Wir werden jetzt chronologisch weitermachen. Das nächste Mal wird wahrscheinlich Benzin kommen, der Song. Ich freue mich drauf. Und damit gehen wir auch direkt rein. 5 Minuten 6. Ich bin sehr gespannt. Liken, Support, es kam 154 Millionen Aufrufe. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber laut dem Thumbnail stimmt der Titel ja nicht ganz. Da brennt nicht nur das Herz, da brennt die ganze Bude im Hintergrund. Holy shit. Ich bin sehr gespannt. 5 Minuten 6. Affa. Hey, ganz kurz kleiner Reminder, bevor die eigentliche Reaktion losgeht. Heute Abend sind wir live auf Twitch gegen 7, halb 8, 19:30, irgendwie sowas. Plus, minus, ein paar Minuten, ein paar zerquetschte, ne? Wir sind auf jeden Fall live und geben uns vielleicht auch die ein oder andere Rammstein-Nummer noch. Vielleicht ein Making-of, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Kommt gerne, gerne vorbei. Und leistet mir Gesellschaft, würde mich freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace. Könnte auch locker so ein Netflix-Intro zu irgendeinem Horrorfilm oder Action-Thriller oder so sein. Hundertprozentig. Mit der Maske, also diese Person, die mich mit der Maske oder so, mit so einer Latex-Maske angeschaut hat. Und jetzt diese Person, die einfach die Säcke über dem Kopf haben mit irgendwelchen aufgezeichneten Gesichtern. Dazu diese Streicher im Hintergrund oder diese, ja, diese Synth-Streicher oder sowas. Fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Voll lustig, diese eine Szene gerade. Diese Kinder hier haben mich irgendwie an die Teletubbies erinnert. Irgendwie, ich weiß nicht, ne? Aber es gab ja nie so viele Teletubbies. Wie viele Teletubbies gab's denn? Tinky, Winky, Lala, Po, 4, 5, vielleicht maximal 6 Teletubbies? Das sind ja weitaus mehr als 6. Aber was haben die für Anzüge an? Waren es damals so Pyjama-Schlafanzüge oder sowas? Weil offensichtlich ist das Bild jetzt nicht mehr so wirklich aktuell. Schwarz-Weiß, generell die Aufnahme so gut. Man kann auch heutzutage wirklich schlechte Aufnahmen produzieren oder provozieren, aber ich denke mal, das hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, das Foto. Waren es damals so Schlafanzüge? Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich bin sehr gespannt, wie sich's soundbildtechnisch zur Piano-Version unterscheidet. Klar, die Piano-Version ist ein bisschen ruhiger. Wir haben wirklich nur ein Piano drin. Wir haben hier wirklich wahrscheinlich harte Akkorde oder weiß Gott wie, ne? Wir haben jetzt hier so eine Art Synth-Streicher oder sowas, was schon sehr, ich will nicht sagen, epischen Einstieg gibt oder so, so ein episches Intro erzeugt. Aber man weiß auf jeden Fall, okay, jetzt kommt ein bisschen was Größeres auf einen zu. Ich habe euch etwas mitgebracht. Habe es aus meiner Brust gerissen. Auch sehr cinematische Szenen irgendwie. Also wir haben jetzt nicht irgendwie hektische Kamerafahrten mit so einem Effekt und diesen Übergang. Und hier musst du noch den Fokus drauflegen und hier den Zoom, dies, das, bip, bup. Wir haben hier ein sehr cinematisches Musikvideo, finde ich. Also sehr langsame Kamerafahrten. Dafür wurden Bilder gewählt, die wirklich so ein bisschen nicht schocken sollen, aber was aussagen sollen, wie die Kinder mit den Säcken über den Kopf. Oder hier dieses Bild mit diesen Teletubby-Kinder, nenne ich sie einfach mal jetzt. Ihr müsst mir das unbedingt in die Kommentare schreiben. Es ist sehr cinematisch, sehr, ja, sehr ausgewählte Szenen werden hier gezeigt, so. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Okay, wir haben jetzt hier so einen Drumloop im Hintergrund, ne, den wahrscheinlich Christoph wieder eingehämmert hat. Super nice, aber wir haben den ultra hart processed, also wir haben ultra harte Distortion drauf, wir haben den sehr dünn gemacht. Man hört auch, die Kick hat wirklich gar nicht mehr diesen Low-End-Anteil, den sie eigentlich hat. Also die Kick
puncht gar nicht mehr so krass. Wir haben wirklich nur noch diese kleinen Obertöne, was halt so eine Kick gibt, wenn du sie ein bisschen ankratzt oben rum mit Saturation, Distortion, je nachdem. Und dazu auch noch diese Snare und so weiter. Es hört sich alles sehr, ja, sehr zerstört an irgendwie, dieses Soundbild, gerade von den Drums her. Singe bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Willkommen zu Part 82 von unerwartete Rammstein-Einstiege. Digga, hätte mich auch jemand irgendwie vorbereiten können. Irgendwie, keine Ahnung, mit einem Drumfill oder weiß Gott wie, keine Ahnung. Wieso kommt es immer so unerwartet, so plötzlich? Wieso rastet der auf einmal direkt mit "Mein Herz brennt"? Wieso rastet der komplett aus direkt? Mein Herz brennt! Okay, ich denke, das sind wirklich, also wirklich echte Streicher, auch im Intro. Wir haben jetzt nicht irgendwelche Synth-Streicher, die irgendwelche Emulationen wiedergeben von irgendwelchen VSTs. Aber ich denke mal, das sind wirklich echte Streicher. Gerade diese Topline, die wir jetzt gerade im Instrumental haben, dieses Ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba, ne? Diese Topline wird auf jeden Fall von echten Streichern sehr schnell hin und her gespielt, so. Und wir haben ultra-harte Akkorde, also ultra-harte Chords, die so eine E-Gitarre runterreißt. Und der Einstieg war wirklich sehr, sehr, sehr unerwartet. Schön zu sehen, dass wir hier auch so Art Teufel vielleicht haben, so Kreaturen, die dir irgendwo vielleicht ein bisschen Angst einjagen, und da sind wir auch schon wieder beim Hauptthema des Songs, irgendwie so ein bisschen mit diesen Albträumen und so weiter und so fort. Ich habe schöne Interpretationen unter der Piano-Version gelesen, also vielen lieben Dank für eure Kommentare dort, kommentiert ihr auch wieder fleißig hier eine Interpretation, die ihr vielleicht noch irgendwo habt, und ich lese mir die dann gerne durch. Wir haben hier auch immer wieder Figuren, die so ein bisschen angsteinflößend rüberkommen sollen, mit den geschminkten Gesichtern. Er sieht aus wie ein Teufel, der andere hat auch irgendwie sein Gesicht angemalt, also es kommt alles sehr düster irgendwie rüber. Sie kommen zu euch in der Nacht. Dämonengeister, schwarze Feen. Sie kriechen aus dem Kellerschacht. Mit Drums kommt es halt nochmal ganz anders. Generell, die Musik hat so ein ganz anderes Gewicht auf einmal, ne? Sie kriechen aus dem Kellerschacht, ne? Und da unterstützt mit diesen ultra harten Drums hat diese ganze Musik halt nochmal viel mehr Gewicht. Jetzt musst du halt für dich entscheiden, was du lieber hörst. Hörst du gerne diese ruhigere Nummer mit dem Piano viel, viel lieber so, wo jetzt nicht wirklich überkrass viel passiert? Oder gehst du eher mit der originalen Version mit diesen ultra harten Drums? Und da scheiden sich die Geister, glaube ich, ne? Ich möchte gar nicht sagen, dass es 50-50 irgendwo ist, aber ich glaube, viele mögen diese ruhige Version, viele mögen aber auch irgendwo diese Drum-Version, wisst ihr, was ich meine? Darüber eine Statistik mal aufzustellen, wäre sehr interessant, glaube ich. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Ich schwöre, auch dieses Video hat alle Szenen drin, wovor ich mich als Kind irgendwie ein bisschen nicht gefürchtet habe, so. Aber generell, der Typ hier mit der Maske da, euer. Und auch diese Szene hier, wo die Frau die Lichter ausmacht, nach dem Motto, jetzt ist Schlafenszeit, geht alle schlafen so. Und dieser große Raum mit den vielen Betten, die sehr spärlich aussehen, die sehr, ne, minimalistisch aussehen so. Und jeder hat sein eigenes Nachttisch und man schläft zusammen in einem großen Raum so. Das hat schon wieder direkt so Horror-Thriller-Vibes irgendwie. Zeug sehen. Wer ist sie mit der Schrotflinte? Die Stimme aus dem Kissen. Ist sie gerade in einem Art Albtraum vielleicht? Und sie möchte irgendwie, keine Ahnung, man hat bei Albträumen, hey, diese Albträume sind manchmal unglaublich crazy, ne? Was ich da schon erlebt habe, holy shit, ne? Und diese Albträume enden meistens mit einem freien Fall oder sowas. Wenn du dann unten aufschlägst, dann wachst du auf. Oder keine Ahnung, jemand verfolgt dich oder sowas und du möchtest ihn am besten entkommen oder abknallen oder was weiß ich, ne? Ist es hier so Art, soll es hier gerade irgendwie bildlich für einen Albtraum stehen irgendwie? Ich hab euch etwas mitgebracht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt.
Okay, jetzt passiert unglaublich viel gerade im Musikvideo und darauf möchte ich auch irgendwo so ein bisschen eingehen. Nur es passiert gerade unglaublich viel, ne? Zur Musik habe ich schon unglaublich viel gesagt bei der Piano-Version und hier jetzt auch schon wieder, ne? Aber warum ist die Frau jetzt irgendwie gefühlt 60 Jahre älter? Mein Herz brennt! Sie kommen zu euch in der Nacht. What the fuck, Digga? Also, ne, es gibt ja auch immer Leute im Team, die sich dann die Kostüme ausdenken so und sich da wirklich einen Kopf machen, was könnte wirklich angsteinflößend rüberkommen, was könnte man wirklich in so einem Albtraum sehen oder sowas. Ich schwöre, das wäre original so eine Figur, ohne Witz. Diese langen Hände oder diese Fäden oder sowas, was er als Handschuh trägt irgendwie, erinnert mich irgendwie an Edward mit den Scherenhänden so. Dazu aber dieser unglaublich lange spitze Hut, Digga. Und stehlen eure kleinen heißen Tränen. Sie warten. Was ist das für eine Figur? Weil wir hatten die am Anfang auch schon zu sehen bekommen, die hier. Mit dieser Maske, die uns ganz am Anfang angeschaut hat. Jetzt hat man sie mal komplett gesehen. Mit dem spitzen Hut, mit diesen Handschuhen so, die unglaublich viel lange Finger hat. Was soll diese Figur symbolisieren? Oder ist es einfach nur eine weitere Albtraumfigur, die dir irgendwie ein bisschen Angst machen soll? Bis der Mond erwacht. Und drücken sie in meine kalten Venen. Also ohne Scheiß, wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch ein bisschen jünger wäre, ne, und den ein oder anderen Albtraum bekommen hätte, so, ne, ich hätte Angst vor solchen Gestalten, ohne Witz. Nun, liebe Kinder, gebt bei Nacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Was ein gestörtes Musikvideo, seid mir ehrlich. Ich singe mit. Ich wiederhole mich da nur noch mal ganz kurz. Was ein gestörtes Musikvideo. Ist der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Okay, die haben sich aber jetzt diese Säcke mit den aufgemalten Gesichtern übergezogen, wo sie gesehen haben, dass diese Kreatur mit dem ganz, ganz langen spitzen Hut auf sie zukommt und ihre Tränen stehlen möchte oder sowas. Und in dem Moment haben sie sich die Säcke über den Kopf gezogen, so nach dem Motto, hey, das ist mein Schutzschild, wenn ich diesen Sack über dem Kopf habe, kannst du mir nichts tun oder sowas. Also gerade im Musikvideo gibt es ja unglaublich viele Interpretationsansätze irgendwie. Auch diese Frau, die diesen Art Rock trägt, der aber sehr offen gestaltet ist mit diesem Gitter, der sehr rund ist, wo dann noch so zwei, drei Kinder an ihren Füßen quasi mit ihr laufen so. Dann gibt es noch diese Frau, die halt quasi ohne Haare auf diesem OP-Tisch liegt. Es sind super viele Figuren drin, zu der man unglaublich viel erzählen könnte, glaube ich. Mein Herz brennt! Und auf einmal sind die viel, viel älter geworden. Also das, die Kinder in diesem Käfig hier, ne? Oder in dieser Mulde jetzt mit diesem Käfig drüber, die sich dann diese Säcke über den Kopf gezogen haben, sind auf einmal erwachsene Menschen auf einmal. Oder soll diese ganze Villa ein großer Albtraum sein vielleicht? Und die wird jetzt quasi abgefackelt? Man kennt es ja immer wieder aus so, keine Ahnung, Musikvideos oder Filmen oder sowas. Lass deine schlechten Gedanken, lass deine schlechten Dinge hinter dir. Schreib sie auf einen Zettel und werf sie dann ins Feuer und so weiter und so fort. Und wenn das dann quasi verbrannt ist, steht es sinnbildlich dafür, dass halt deine Probleme weg sind oder du die hinter dir gelassen hast oder sowas. Das könnte man ja auch darauf projizieren irgendwie so ein bisschen. Nachdem die Villa dann quasi lichterloh gebrannt hat und in sich zusammengefallen ist, sind auch diese ganzen Dämonen, die man jetzt die ganze Zeit gesehen hat, auch verschwunden. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Diesmal war ich vorbereitet. Mein Herz brennt!
Digga, Alter, diese Akkorde, diese Chords, die da gerissen werden, holy shit. Junge. Und die Kollegen, die haben sich wahrscheinlich von den Albträumen ein bisschen befreit. Oder komplett befreit. Nachdem sie entkommen sind. Geisteskrank. Die haben es wahrscheinlich geschafft so. Ihre Dämonen quasi verbrannt. Und das ist auch das Stichwort. Wir sind am Ende von Mein Herz brennt von Rammstein. Ey, unglaublich krasses Video, was ich mir nochmal geben müsste, um irgendwie vielleicht ein bisschen was interpretieren zu können. Zu den verschiedenen Figuren hätte ich gerne irgendwo so eine kleine Beschreibung vielleicht. Irgendwie, ja, was hat die Figur in dem Musikvideo zu tun? Was für was steht die Figur und so weiter und so fort, ne? Man hat einmal dieses Spitzhut-Ding gehabt, man hat einmal die Frau mit diesem stählernen Rock gehabt, man hat einmal die Frau auf dem OP-Tisch gehabt, man hat aber auch nochmal so eine, ja, die Frau, die Lichter ausgemacht hat, und man hat die später nochmal gesehen, man hat Till gesehen, der irgendwie mit einer Schrotflinte bedroht worden ist. Also super viele Eindrücke, was du aufs erste Mal gar nicht alles verarbeiten kannst, glaube ich. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Und wir sind heute Abend live. Kommt gerne vorbei. Vielleicht geben wir uns die eine oder andere Rammstein-Nummer. Ich wünsche euch was.